Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Willkommen zu Grounded und mit dabei ist auch irgendwo die Mathilde! Mathilde! Ich habe einen Meevil getötet. Cool. Guck mal, wir haben einen neuen Ausgang. Hui! Ach, es war noch sehr. Was war das denn gerade? Spannend. Was war was? Ach, ich bin wahrscheinlich hier über irgendwas geklettert. Da ist ein Wassertropfen. Hm. Egal. Ah, hier was zu essen. Dann lege ich was anderes drauf. Ja, ich lege auch noch was drauf. So. Ja, heute wollten wir uns nochmal die Steine angucken. Ich gehe schon mal ein bisschen in die Richtung. Na, warte, ich komme mit. Wo bist du denn? Achso, ich dachte, du wolltest ja noch dein Essen machen. Nee, ich hab's gerade draufgepackt. Alles gut. Und ich habe diese Ahorn, diese Eichendinger mit zum Knabbern. Hm. Ah, hier ist auch diese Kamera mit den Milben, ne? Ich weiß nicht, ob das die mit den Milben ist. Nee, ich glaube, ist das nicht ist mit Milben. Oh, da vorne ist eine Spinne. Lass mal bitte weitergehen. Ja. Am besten in eine Spinne abgewandten Seite. Richtung. Ich habe auch keine Lust auf Spinne. Ich habe aber Lust auf Felsen. Mhm. Gehen wir richtig? Ja, mehr nach rechts. Aber ja, wir gehen in die richtige Richtung. Ganz schön. Da sind auf jeden Fall diese Pfosten. Ach, das sind Pfosten? Ach, hier kommst du ja nicht durch hier. Hat noch einen Weevil getötet. Wer lässt denn hier das Gras wachsen? Hier meinte ich. Ah. Hier sind Felsen. Hm. Ja, hier sind auch Pfosten. Aber vielleicht ist ja ein Felsen flach, dass man so draufbauen könnte. Wie der hier. Alter, der ist super. Der ist wie für uns gemacht. Wann wird dieser Felsen unser neues Zuhause? Wollen wir hier überhaupt mit... Hast du... Ich habe Clay dabei, aber soll ich hier die Clay Foundation einfach aufstellen? Mach. Ich baue Clay Foundation. Konstrukt. Wie soll ich denn das machen? Einfach in den Boden rein? Ja. Wo wollen wir hochkommen? Das können wir uns dann immer noch entscheiden, wenn wir die Basis haben. Dann bauen wir dann eine Rampe hoch. Dann fange ich jetzt einfach mal hier an, ja? Ja. Kann ich daneben setzen? Wir brauchen dafür jetzt Lehm, ne? Jo. Gut, warte mal, wo gab's denn den Leben? Eigentlich gleich um die Ecke, oder? Ja, im Westen. Zur Not, geh nochmal zu unserer Basis, da ist ja auch noch Leben drin. Stimmt, ja. Wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Leben. Aber das wird dann unsere richtige Basis. Die Endbasis. Die Endlösung. Für das Insektenproblem. Nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Genau. Ich habe schon 50 mitgebracht. Aber Endlösung möchte ich so bitte nicht nochmal hören. Ja, das ist halt von einem, von ein paar Idioten halt. Also bei Starship Troopers würde es easy mit reinpassen und hier ist ein riesiger Käfer. Aber das ist ein Nachbar. Ist halt so. So. Ich habe noch zwei. Wenn der Käfer nett zu mir ist, bin ich nett zu dem Käfer. So einfach ist das. Der ist direkt bei uns auf dem Aufgang. Hm. Aber ich würde dann sogar sagen, dass wir so zwei Treppen bauen, wo man hochhüpfen muss. Hm. Wir müssen ja auch auf jeden Fall einen Trailmarker nochmal hinsetzen. Ja. Den kann ich ja gleich konstruieren. Mach mal. Craft.
Ob die Käfer auch die Treppen nutzen können? Keine Ahnung. Stimmt, oder? So, der Trailmarker. Ich sammle gerade erstmal Klee. Warum ist denn hier rot? Warum kann ich hier nichts machen? Ist ja Oh Gott! Unknorke. Ich sehe den Vogel. Ein Vogel? Ja, hier ist ein Vogel. Es sieht nach einer Krähe aus oder so. Es gibt Vögel? Ja, das ist mit dem Update gekommen. Hast du nicht vernünftig den Beitrag von der Nachteule Scheiße, ich gelesen? sehe den Vogel. Ja, ich habe doch vorhin letzte Folge war das, habe ich doch gesagt, dass ich irgendwie einen riesigen Schatten hinter mir habe. Fliegt der vielleicht auch rum? Stimmt. Aber ich bin doch viel zu klein für ihn, oder? Du bist größer als als eine Ameise, also. War ja nicht irgendwo Sumpf oder sowas, wassermäßiges. Ja, da bin ich gerade. Ah, gut, dann gehe ich mal in die Richtung und dann brauch ja Clay. Ja, den baue ich gerade hier ab. Und dabei nähere ich mich dem Vogel. Nice and clean. Nice and clean. Oh, ich liebe es. Da ist so eine Art Bank. Alter, das ist aber ein Riesenviech. Ich glaube schon fast, dass das eine Rabe ist. Das ist echt groß. Ja. Dagegen kannst du auch nichts machen, ne? Nee. Wenn der kommt und zuschnappt, dann bist du weg. Yep. Bist du bei der neuen Basis? Nein. Nicht mehr. Okay. Ich bin hier gerade noch beim Clay abbauen. Okay. Ich weiß jetzt nämlich leider überhaupt nicht, wo der Stein ist, auf dem wir bauen wollten. Ah! Was brauchen wir denn für den Marker? Keine Ahnung, guck nach. Ja, hätte sein können, dass du es auswendig weißt. Warte. Wieso sollte ich das auswendig? Ich frag doch nur. Hätte auch sein können. Fiber habe ich schon. Zwei Sprig und ein Cloverleaf. So, hier ist jetzt gerade irgendwie diese. Dann mache ich nämlich das gleich als erstes. Dann hole ich jetzt diesen, hole ich mir Cloverleaf und suche ein, zwei Sprig und Oh, dann. ich glaube, ich hab's gefunden. So, ich brauche nur ein, zwei Sprig. Stinkekäfer. Sprig, hallo. Ich glaube, ich habe den Stein gefunden. Ja. So, jetzt habe ich aber Ah. die Sachen und oh, die sind auch Dornen, die ist cool. Jetzt muss ich nur auf diesen Stein irgendwie hochkommen. Ah, hier sieht's gut aus. Hier müsste man so ein Clay in der Luft setzen. Upp. Hat nicht funktioniert. Okay. Ja, hast auf jeden Fall schon mal eine gute Größe hier zurechtgemacht. Hier kommt man gut hoch. Ja, ich würde sagen, die Größe machen wir erstmal und erweitern können wir ja später immer noch. Ja. So. Ja, genau. Plantfiber und Dings brauchen wir noch. Hab ich. Marker ist gesetzt. Ja, bei mir auch.
Gut, dann würde ich sagen, Clay. Ich würde nach zu unserer alten Basis laufen und von da nochmal was holen. Hä? Sieht mich denn? Was will mich denn angreifen? Wo ist denn unsere alte Basis? Hä? Wieso sehe ich die nicht mehr? Ah, der Käfer ist direkt unter mir. So ein Sack. Ah, man kann anscheinend nur eine Basis, einen Basis-Trailmarker machen. Dann gucke ich mal, was ich aus der alten Basis hier alles habe. Ja, aber wir waren ja irgendwie zwischen den Anthill und irgendwie diesen komischen Getränk. Eigentlich brauchst du ja nur zum Tropic Punch-O. Genau. Und davon ein bisschen nördlich, dann bist du schon da. Gibt's Wände aus Clay? Gibt's gar nicht, ne? Vielleicht braucht man auch gar nicht mehr so viel Clay. Aber nimm mit, was du mitnehmen kannst. Kannst auch mal gucken, ob du die Truhen abbauen kannst. Hast du echt das ganze Clay abgeerntet hier? Krass. Du bist gut. Ja, ich weiß. Oh, ich sehe den Raben nicht mehr. Oh, hier ist eine Feder. Aber die kann ich noch nicht abbauen, dafür brauche ich ein anderes Werkzeug. Gott, nein, nicht Slurp. Nicht trinken, du Idiot. Nee, ich will jetzt gerade nicht mit einer Ameise kämpfen. Nein? Nee, gerade nicht. Gerade will ich eigentlich mein Zuhause finden. Also mein altes. Ich renne auch von die voll falsche Richtung. Wieso sagt mir das denn jemand? Also ich kann dir nicht zuschauen. Ich kann dir nicht sagen, was du machst. Du kannst schauen, du willst nur nicht. Ich bin hier am Clay unter Wasser abbauen, ja? Ja, ist doch okay. Ich bin hier voll vertieft in Arbeiten. Ich brauche Sauerstoff. Sonst ist Heinrich des Todes. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir brauchen auf jeden Fall auch Kisten. Ja, darum frage ich, ob du die abbauen kannst. Achso, wahrscheinlich nicht. Vielleicht müssen sie vorher entleert werden und dann kann man sie vielleicht mitnehmen. Ja, ich gucke gleich, sobald ich irgendwie mal den Nachhauseweg gefunden habe. Oh, hier ist Tropic Poncho und ich sehe, ich muss dringend was trinken und da ist gerade praktischerweise ein Tropfen. Juhu! Okay, ich bin voll. Ich hab's geschafft. Kann ich was wegschmeißen? Ja, das Brick braucht keine Sau. Drop und drop und drop und drop. So, ich bin jetzt voll und ich komme wieder zu dir. Also zur neuen Basis sozusagen. Jupp. Ach, und ich wollte was erlegen, aber ich habe ja keinen Platz mehr, dass ich was mitnehmen könnte. Oh, da bewegt sich dolle Gras. Das kann nur eine gemeine Spinne sein. Ja, oder so ein großer Käfer, der... So ein großer Back halt, ne? Mhm. Ein Haufen Ameisen gehen daran vorbei.
Ihr kämpft gerade gegen wen, aber ich habe ja meine Rüstung an. Sehr gut. Ich bin eine Ameise. Sehr gut. Und ich hoffe, in dieser Cola-Dose ist auch was für den lieben Heinrich. Boah, ich bin voll. Es war keine Cola-Dose, aber es hat trotzdem geschmeckt. So, also das, was du vorgegeben hattest, ist jetzt vollkommen befestigt. Gut, ich versuche jetzt hier noch was zu konstruieren. Ja, ich guck mal. Ein Endclub könnte man machen. Könnte man. Kommt der hier drauf? Dann drehen. Geht nicht, auch so. Oh, man kann eine Clay Ramp machen. Mist. Der Käfer hat mich abgelenkt. Na gut, da muss man ein bisschen hüpfen. Das würde aber gehen. Du hast jetzt oben alles mit Clay zugeballert, ja? Also das, was du vorgegeben hast, das habe ich ausgebaut. Hm. Kommen die Würmer jetzt immer raus? Die erschrecken mich immer so. Die Maden. Ach komm, eine Linie ziehe ich noch. Ah, Stolz Chest. Oh, Acorn Shell brauche ich dafür. Die habe ich natürlich nicht mitgenommen. Die Wände müssen wir ja wieder aus Grashalm machen. Hm. Oh, ich kann hier nicht drauf bauen. Willst du mich verarschen? Das fände ich jetzt aber wirklich blöd. Warum geht das denn nicht? Die Wände gehen das die? Das ist ja doof. Die Wände gehen. Dann liegt es vielleicht an der Tür. Vielleicht braucht die Tür einfach eine Wand. Das kann sein. Kann ich, wenn ich die Wände gesetzt habe, dann auch aus den Wänden Fenster machen und mache ich erstmal überall Wände? Ich glaube, du musst erst. Nee, ich glaube. Windowed Grass Wall, die kann ich ja machen. Ich mache jetzt einfach erstmal überall Wände, so. Ach so, ich habe wieder die Höhe nicht beachtet irgendwie. Das gibt's wieder hier nicht. Ah, passt. So. Aber wir haben hier irgendwie noch keine Dings eingebaut. Keine Türen. Ich möchte auf zwei Seiten eine Tür haben. Ja, ich auch. Kannst du das hier wieder abbauen, oder? Den hier? Da kommt hier eine Tür rein. Okay. Kann ich das nicht mehr weg? Man konnte doch. Ich geh mal Acorn Shell besorgen, ne? Ja. Damit wir hier eine Kiste aufstellen können. Jo. Hey. Warum kriege ich das? Das ging doch irgendwie ganz einfach weg, indem man E drückt oder so. Scheiße. Wie geht das? Wir haben ewig nicht mehr gebaut.
liegt am neuen Update. Garantiert. Früher ging das. Scheiße. Ach, und wenn ich da jetzt gerade schon mal hinrenne, dann gehe ich auch nochmal ins Labor. Also wenn ich sage, ich werde nochmal neu konstruieren und sage... Nee. Hm. Ist ja doof. Hm. Oh Gott. Ist da was geflogen? War gerade eine Spinne. Ich habe sie schnarchen gehört. Das heißt, ich krieg das ja auch nicht mehr weg? Musst du erst bauen und dann wegmachen? Das wäre ja doof. Oh, ich habe keinen Hammer. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Oh, jetzt ist der Käfer da. Geh doch mal weiter, Käfer. Oh, dieser scheiß Klee, ey. Tablets. 4 Stück. Noch 2. Noch 1. Toll, mein Inventar ist voll. Alter, das Problem habe ich auch. Ja, deswegen wollte ich ja hier Dings bauen. Truhen. Der ist gleich. Ja. Kiste. Kisten, ja, mach ich ja. Ich brauche noch einen Pellet für einen Hammer. Wo sind denn diese Scheißpflanzen, die Holz bringen? Du warst es nicht. Du warst es auch nicht. Tot? Es ist wirklich andersrum hier. Da kommt der Käfer wieder. Ja, dem bauen wir eine Falle. Den Arschkäfer. Mich angreifen? Mal kaputt. Oh ja. Wenn man einmal nicht aufpasst, kommt so eine verkackte Spinne und macht ein Aua. Ja gut, ne? Das kann vorkommen. Ja, und gleich nochmal, wenn das so weitergeht. Geh weg! Ich mag dich nicht. Geh weg! Oh, Mathilde. Geh weg! Hat er dich nicht lieb? Er hat mich zu lieb, aber ich hab ihn nicht lieb. Oh, ist der gemein. Der soll weggehen. Ich will meine Sachen holen. Aber der steht dann noch voll aggressiv rum. Warum macht er das? Ist ja gemein. Ja. Vielleicht kann ich mich ein bisschen rumschleichen. Ganz vorsichtig, still und heimlich. Ich wenigstens meine Sachen kriege. Sei still. Stell weg.
bin ganz mutig und gehe gerade durch den Baum durch. Also ich muss sagen, diese die Ameisenrüstung war die richtige Entscheidung. Dass man jetzt 8 Grashalme aufeinander nehmen kann, ist einfach der Hit. Hm. Scheiße. Ich habe vergessen, dass man nicht so gut springen kann. Vielleicht sollte ich die Treppe fertig bauen. So. Vielleicht einfach. Ich bin gerade hier nochmal im Labor. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas Interessantes von Burgle kaufen kann. Ne? Hm, perfekt. Ja. Ah, er hat mich gesehen. Ah, gut. Den höre ich ja bis hierher. Roboter. Also wir können... Oh, hör doch mal auf, mich zu sehen. Geh weg, Alter. Also wir Mach meine Treppe nicht kaputt, die habe ich gebaut. Also was wir uns leisten könnten, wäre ein Fackel-Upgrade. Ansonsten wäre noch eine Fortified Bases besser. Mit Palisadengate und einer festen Mauer und so. Meinst du, brauchen wir das da oben? Wir können auch erstmal das Torch-Upgrade machen. Ja, mach das. Ich brauche einen Flammenwerfer gegen diesen Käfer, der nervt. Es wartet der genau an dem Stein, wo ich hoch muss. Ich habe hier noch mal ein paar andere Sachen angenommen, ne? Das. Der Käfer geht mir echt auf den Sack. Na, ich kenne deinen Weg. Ich weiß, dass du immer unter unseren Stein lang gehst. Da baue ich eine Falle und dann verreckst du Arsch. Packe ich hier schöne Claymore hin. Ach ja, ich wollte ja eigentlich hier Ahorn, sage ich schon wieder. Nussschalen holen. Ich sag einfach Nussschalen. Ich hab wieder vergessen, was für Früchte es waren. Eicheln. Ja, ist mir Wumpe. Ich sag einfach Nuss. Punkt. Das mit der Tür nervt mich. Ich will Türen haben. Man muss das doch abreißen können. Nein, jetzt habe ich mein Werkzeug geworfen. Scheiße. Ich habe meine Axt weggeworfen. Ja, das ist nicht so gut. Und genau jetzt beim Arschkäfer. Ich weiß echt nicht, wie ich gerade was abreißen kann.
Cancel, rechte Maustaste. Leider bin ich nicht mehr in diesem Baumenü drin. Ne? X. Ah, fantastisch. Ah, fantastisch. Ich kann trotzdem, warum auch immer, keine Türen bauen. Ist doch voll... Könnt ihr höhenversetzt machen? Wie versetzt? Ja, dass man zur Hälfte keine Tür hat. Und wenn wir... kann man es eventuell so machen, dass man da drunter die Steinbasis nochmal abreißt und dann da so eine andere Basis hinsetzt? Würde das gehen eventuell? Ich baue erstmal die Zwischenwände fertig und dann teste ich das nochmal. Okay, ich bin auch auf dem Heimweg. Ich muss erstmal was trinken. Ich verdurste. Das ist nicht gut. War noch irgendwo. Oh Gott! Oh Gott, ich bin fast direkt einer Spinne in die Arme gelaufen, ey. Gott sei Dank hat die geschlafen. Water filtration tablets needed. Ach, der Vogel sitzt jetzt auf einer der Kameras. Ach, Mist. Meine Axt ist ja noch drüben. Was brauche ich für eine Axt? Weil dieser Scheißkäfer bewegt sich da ja nicht weg. 3 Sprick. Auch alles. Sprick, Fiber, Pebbles. 1. 2. Und ein Peppel brauche ich noch. Habe ich genug Fiber? Ja. Juhu, ich bin zu Hause. Mist, ein Brick fehlt. Wo ist das Brick? So. Craft. Axt. Oh, ich brauche noch Cloverleaf und Zap. Nee, hab ich nicht dabei. Kein Zap. Kein Wasser, gut. Dry Grass bräuchte ich auch, weil ich brauche erstmal Licht. Irgendwie braucht man immer was. Das ist voll nervig. Da unten liegt eine Axt. Ja, was meine, da ist so irgendein Käfer hinterm Stein. Der geht irgendwie nicht weg. Warum habe ich jetzt eine neue Axt gebaut? Okay. So, ich brauche jetzt erstmal einen Dry Grass Chunk. Ich wette, der Käfer schläft da. Let there be light. Hi. Oh. Hi. Oh. Hi. Hi. Du hier. Ja. Ich bin fleißig am Bauen. Ja, ich sehe es schon. Ich will auch fleißig bauen eigentlich, aber es läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich renne vor allem ganz viel planlos durch die Gegend. Ja, das kommt ab und zu vor. Hier müsste man noch irgendwie eine Treppe bauen. Spart man sich den letzten Jump. Jump, jump. Jump, jump, jump around. Jump, jump, genau. Jump. Ah ja, haben wir schon viel Platz hier. Ich glaube, hier baue ich auch eine Treppe hoch. Mach das. Oh, das ist eine gute Arschlochtreppe bei mir, Arschloch.
Käfer. Nee, kann ich die ein bisschen kleiner machen? Scheiße, dann habe ich es abgebrochen. Ah, passt schon so. Endlich, alte Basis. Ich denn vorhin diesen komischen Löwenzahn kaputtgeschlagen. Irgendwo gehabt. Ich habe zwei Pflanzen. Eine habe ich kaputt gemacht und die hat mir schon gereicht. Okay, da ist eine Ameise. Da ist eine ganze Stadt im Hintergrund. Finde ich cool. Sehe ich nicht. Also im Dunkeln eine bestimmte Pflanzenart zu finden, ist irgendwie kacke. So. Ja. Und ich habe immerhin geschafft, genügend Zeug für Kisten zu holen. Ey, das ist super. Ich weiß. Dann kann ich endlich auch mal Zeug ablegen. Das war der Gedanke dahinter. Das ist ja erste Sahne. Durch diese Kackpflanze. Oh, hier liegt ein Hotdog. Bin ich tausendmal an den Hotdog vorbeigelaufen? Ich laufe die ganze Zeit hier rum, aber hab den Hotdog nicht gesehen. Ich habe nur die Hotdog-Verpackung mal gesehen. Ich auch, und der sieht echt eklig aus hier. Und ich bin dran vorbeigesprungen. Das hier ist nicht von... Ah doch, da ist eine Ameise. Da kommt die Treppe, okay. Wollte gerade sagen. Aber das Wichtigste zuerst. Kiste. Mist. Mein Licht ist aus. Ich bin blind. Dann muss ich erstmal Grashalme hacken. Die sehe ich auf jeden Fall. Ach, hier liegt meine Axt. Cool. So, also, zwei Kisten konnte ich bauen. Für eine fehlt noch Web. So, jetzt haben wir hier ein bisschen was und jetzt kann ich dir auch helfen mit Treppen bauen etc. Jetzt brauchen wir Whetstem und, okay, Grasplanken. Ja, Grasplanken braucht man Arsch voll. Ich finde es nur gut, dass wir ja anfangs auf den Stein hüpfen müssen, das schaffen die Insekten ja meistens nicht. Und dann nehmen wir die Treppe. Dann nehme ich erstmal Gras. So, jetzt habe ich nur die beiden Fenster fertig. Vielleicht klappt das jetzt mit der Tür. Warum klappt das nicht? Baumfeld!
Komischerweise, da könnte ich ihn mitten im Raum aufstellen. Das ist ja faszinierend. Warum das? Überall nicht, aber mitten im Raum. Hm. Also irgendwie nur hier kann ich den bauen. Oder einen Meter drüber. Also würde gehen. Aber alle Ameisen kommen durch. Kann ich auch offen lassen, also. Ja. Hm. Hast du die eine Treppe fertig gebaut? Noch nicht ganz. Ich brauche noch eine Grasplanke. Ah, cool. Weil ich hatte mich da versprungen, weil ich Gewicht drauf hatte. Oder ich habe einfach nur bin scheiße gesprungen, das kann auch sein. Ich glaube, das ja. Aber mit der letzten Treppe geht's auch einfacher. Oh, Spinne. Auf jeden Fall. Oh. Spinne! Oh, ich muss bald was essen. Alter. I need some help. Warte, die Spinne geht gerade weg. Kannst du mich holen? Nee, die ist noch da. Jetzt hat sie mich wieder gesehen. Ich bin schon tot, du Idiot. Kackspinne. Ich glaube, jetzt ist sie weg. Kannst du mich holen? Ja, ich kann es versuchen. Ich bin auf der Treppe. Müsstest ja, ich komme doch schon. Ich komme doch schon. 10 Sekunden. Peter, hang in there. You're gonna be okay. Okay. I'm alive. Oh cool, danke. Oh, ich konnte dich mal retten, wie geil. Oh, ich muss ganz dringend. Scheiße, ich bin wieder tot. Ich bin runtergefallen. Oh, fuck you. Komm nicht runter, das ist ein Käfer. Ja, ich sehe ihn. Das ist ein Arschlochkäfer, den müssen wir mal irgendwie wegkriegen. Ich baue da unten Trennwände rein oder so. Ich mauere den ein. I need some help. Weil der hängt dann unter dem Stein fest. Ich glaube, jetzt bin ich tot. Jetzt rennt er wieder runter. Und da kommt schon die Spinne. Rette dich. Oh nein! Also ich bin tot. Ja, ich auch. I need some assistance. Was? Der hat dich da oben erwischt? Ja, ich bin runtergefallen. Ah, fuck. Okay. Someone help me. Aber wir müssen da unten Fallen aufbauen. Absolut. Aber wir können ein bisschen Zeug mitnehmen. Ja. Wenn wir jetzt sowieso rüberlaufen. Aber das müsst ihr jetzt nicht mit ansehen. Ich würde sagen, wir machen einen Break. Und nächstes Mal geht's weiter. Ja, würde ich auch so sagen. In einer neuen Basis. Ja. Und dann müssen wir uns mit dem Fallen auseinandersetzen. Also entweder machen wir das da unten dazu, mit Clay oder so, dass er. Weil der eine Käfer, der hat da programmiert seinen Weg. Immer unter unserer Basis. Durchzugehen. Da ist so ein Loch. Das geht mir auf den Sack. Also entweder mauern wir den Typen ein, den Käfer, oder wir mauern ihn einfach aus, aber der geht mir auf den Sack. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, einen Kommentar, wenn ihr wollt, und für die, die es noch nicht haben, hinterlasst mal bitte ein Abo. Ne? So könnt ihr uns unterstützen. Ansonsten, ja. Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.